Okay, Leute, herzlich willkommen zu Minecraft Mods am Sonntag mit mir, dem Drago, der wunderschönen Kira, die man nicht hört, da sie noch kein Mikrofon neben mir hat. Dem wohl besten Mod-Kenner der Welt, XOX Schotte, nee, der Schotte. Und natürlich auch Jan ist wieder mit von der Partie. Yay! Hey, irgendwann wird das Intro wahrscheinlich schon 20 Minuten dauern, um alle vorzustellen. So, es hat, jetzt machen nicht alle mit. Es hat, ja, oder so. Was immer noch? Du kannst auch hier ein bisschen reden, also ich höre dich von hier, aber. Was immer noch? Ich dachte, wir hätten jetzt beschlossen, dass er nicht mehr dabei ist. Achso, Jan haben wir nicht beschlossen, dass er. Dass er bleibt dabei, er darf dabei bleiben. Och nee. Juhu! So, wie schaut's denn eigentlich mit unserer Überlaufkiste aus? Alter, die ist schon ziemlich voll. Ja. Was hast denn. Was hast denn du eigentlich gemacht in letzter Zeit? Ich war nicht da. Ja, du warst in der letzten Folge nicht da. Aber ja. Du hast doch irgendwas gesagt, dass du noch was offscreen gemacht hast. Ach, nichts Besonderes, nur so ein bisschen. Egal, was. Diesen ich hab coolen, was gemacht. Diesen hässlichen Erdhügel da, der hier komischer ist Jans Eingang hinter gewesen. Ja, ich weiß, dass es ein Steinhügel. Achso, der hässliche Steinhügel. Okay. Das ist der Eingang. Lies das Schild. Erholungsbad. Nur hier mit echten Tiergeräuschen. Ja. Wunderbar. Ja, das ist Jans Erholungsbad. Jans haben wir ja letztes Mal, glaube ich, schon gesehen, oder? Hast du das nicht letztes Mal in der Aufnahme schon gezeigt? Nee, das hast du nach der Aufnahme mir gezeigt, ja. Das hast du nach der Aufnahme erst gesehen, ja. Hier, seht ihr das an. Hot Spring. Wir können uns hier heilen. Angenehm. Mhm. Jetzt müsstest du... Nein, ich mach das Glas nicht kaputt. Ich bin nicht so ein Arsch. So. Es ist aber hier schwer, im Wasser zu bleiben, um sich zu heilen. Man muss immer dagegen... So, du musst einfach nur in der Mitte bleiben. Ganz unten in der Mitte, da hast du Wasser. Da sterbe ich aber, weil ich hier... Nein, ganz unten in der Mitte hast du auch Luft. Ach so, ah. In der Luft, in der Mitte nimmt man nicht, da ist Wasser. Ah. Du hast bewegt zum Heilen. Das ist eben ein Erholungsbad. Ah, oder? Ja. Gut, dann öffne dich. Und Kira spielt gerade ohne Maus. Das ist, finde ich, sehr amüsant. Wie spielt man mit dem Minecraft ohne Maus? Ja, mit dem Touchpad vom Laptop. Ah. Sehr, sehr amüsant. Das schaut echt lustig aus. Sie tut sich gerade echt hart, um überhaupt nur Weizen zu farmen. Wow. So, ich möchte mal ganz kurz mein Jetpack noch voll aufladen. Da. Denn ich habe mir ehrlich gesagt gar nichts überlegt, was ich heute machen werde. Sehr gut. Mhm. Das ist ja toll. Wie? Deswegen würde ich einfach sagen, dass wir, sagen wir mal, jetzt die erste Zeit nochmal kurz in eine neue Minecraft, also eine neue Welt aufmachen. Da nochmal ganz kurz schauen, ob wir ein paar Seiten finden, die uns dann irgendwann wichtig werden. Und ja, dann... Bleiben mir gerade die Ideen weiter aus. Dann mal schauen, vielleicht gehen wir dann vielleicht doch ein bisschen mal auf Thormcraft. Das interessiert. Das habe ich selber noch nicht gemacht. Wird mich aber wahnsinnig interessieren. Kira trinkt gerade in einer Pfütze. Schön. Nicht schlecht. Wenn du das so sagst. Es war, hat auch echt lame ausgeschaut. So. Ich glaube, man hört dich nicht. Also ich höre sie. Du hörst sie? Ja, ich weiß aber nicht, ob man das großartige Video dann hört. Gut, ich habe die alten Welten vom Server aus gelöscht, weil irgendwann ist das Problem, wenn ihr Mistcraft habt und Mistcraft-Welten macht, irgendwann läuft euch der Server voll, weil immer mehr Welten erstellt werden und die werden natürlich mitgeladen und irgendwann haue ich dann nur noch raus. Dann einfach die Welten, die ihr nicht mehr benötigt, aus dem Worlds-Ordner von eurem Minecraft löschen und dann müsste alles wieder gut sein. So, wer nicht weiß, wo das ist, Punkt Minecraft. Genau, also einfach in den Minecraft-Ordner rein. Dort gibt es dann einen World-Ordner. Und dort sind dann meistens irgendwas Dim 1, Mistcraft oder irgendwie so heißen die Teile. Und wer sich damit nicht auskennt, einfach auf Start. Dann seht ihr da unten diese Suchleiste. Dann gebt ihr einfach %AppData% ein. Und dieser Ordner ist dann... Punkt Minecraft und so könnt ihr darauf zugreifen und die jeweilige Welt ändern.
da es hier auf dem Server läuft, muss man das natürlich auf dem Server ändern. Genau, wenn ihr, wenn ihr eine Solo-Welt spielt, geht es natürlich auf euren eigenen. Genau, dann wird das alles auf eurem lokalen Rechner gespeichert. Und ja. So, Beach-Biom will ich haben, Boreal Fortress-Biom, Caves will ich dabei haben, noch ein paar Biome. Mir fehlt leider eine ganz wichtige Seite, und zwar die Clear Modifier-Seite. Habe ich mit Schotte das letzte Mal ein bisschen drüber geredet. Mhm. Und was bringt eigentlich die East-Seite? Das ist quasi der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Mhm. Kannst du da einstellen, ob die Sonne von Osten kommt oder vom Westen, von Norden, von Süden, also. Ah, okay. Okay, gut. Dann haben wir nochmal ein Field-Biom dazu. Eternal Snow will ich nicht haben. Forest Biome. Glacier Biome. Auch ein bisschen blöd, dass ich nur grün als Farbe im Moment habe. Machen wir mal das Hellbiom mit rein. Oh ja. Mm. Wie nett. Doch, das mache ich mit rein. Dann ist es überall. Echt? Dass du überall Gas und was weiß ich, was du alles im Nacer findest, Hast. Überall auf der Welt. Das klingt doch nett. So, das hört sich noch nett an. Es ist zwar schön, wenn man das Quarz sammeln will, aber dafür haben wir den Nacer. Der ist groß genug. Für den Anfang. Für den Anfang, das stimmt. Ja. Dann machen wir das Hellbiom nicht rein. Ja. So, dann basteln wir uns mal ein Buch. Wenigstens hört er einmal auf mich. Ja, ist nicht oft der Fall, ne? Biom, das ist kein Biom, das ist ein Biom. Fog Color. Das nicht. Was hast denn du mit der Seite? Wo bist denn du eigentlich gerade? Über mir? Ich bin über dir, ja. Fog Color schwebt in höheren Sphären. Fog Color habe ich schon. Achso. Beach Biom. So, jetzt machen wir Villages. Strongholds. Caves. Deep Lakes und danach noch Normal Weather. Fertig. So, dann brauche ich nochmal eine Seite dafür. Wo waren sie jetzt? Oh, hier sind meine ganzen Seiten hingeschmissen. Oh, ich habe meine ganzen Seiten verbraucht. Aber gerade so, dass es aufgegangen ist. Habe ich gar nicht gemerkt. Okay, dann basteln wir uns mal ganz kurz nochmal welche. Es ist Nacht. Nein! Und es regnet. Nein! So. Haben wir eigentlich noch irgendwo Obsidian gedacht? Okay, hat sich erledigt, die Frage. Haben wir noch Obsidian? Ja. Ein bisschen was. Also genug, oder? Jan hat das letzte Mal gesammelt. Hab ich gar nicht. Ich habe selbst hier welches gesucht, damit ich mir Alumid mache. Ach so. Da wir keins da hatten, habe ich dann das gelassen. Ja, wir haben scheinbar eins. Naja, egal. So. Ganz kurz ein paar Seiten machen. Buggende Kuh über mir. Dann vorsichtshalber möchte ich mir noch ein zweites Linking Book machen. Um auch immer richtig in die Welt reinzukommen. Wenn ich da mal eine gescheite gefunden habe. So, jetzt brauche ich noch ein Leder. Zack. So, unlinked ist drin. Machen wir es in dem Link. Jetzt mache ich noch ganz kurz meinen. Halt, ich wollte. Daraus, genau, halt. So. Haben wir hier irgendwas drin, was wir lagern können? Sand, okay. So, den Rest schmeiße ich hier mal rein. Oh, hier hätten wir auch. Nee, halt. Mighty Smelting, das ist nicht. Das, was ich suche. Knochi kommt mal mit rein. Das kommt mit rein. Oakwood kommt mit rein. Page kommt rein. Das. Jetzt haben wir ein bisschen Platz. Perfekt. Dann würde ich sagen, auf in eine neue Art der Sphäre. Descriptive Book. Das hauen wir dann da drauf. Und los geht's. Ihr kennt das ganze Spielchen schon. Bin fertig hier. Ab zum Baumhaus.
Okay. Weg von den nervigen Kühen. Ich hab schon wieder Hunger, Slowness und No Seer. Und irgendwas explodiert hier die ganze Zeit. Ja. Diese Welt, ja. Ist sehr schön. So, was kann ich denn hier reinschmeißen? Oh Gott, ich hab so Hunger schon. Aber Slowness gilt nur, wenn ich am Boden bin. Party hard. Wow. Ja, der kann mal eben weg. Glas, haben wir Glas? Ich leg mal das bisschen hoch, damit ich mir... Boah, Alter, ey, mir wird so schlecht dabei. What the... So eine gute Welt erwischt? Ja, wuhu! Ui, 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 schau mal weg. Das wollte ich nicht. So, das will ich. Und ich bin raus. Willkommen. So. Kaum gehe ich in das Baumhaus rein, haut es nicht sofort raus. Wir bräuchten unbedingt die Clear Modifier Page. Das ist sozusagen die wichtigste. Hilft auf jeden Fall. Oi, da ist das schrecklich. Wenn ich hier wohl bloß einen Tempel finden würde. Hier explodiert alles. Nee, das kann ich nicht machen, ey. Nee. Ich hau ab. Wieder zurück. Nee. 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 Das geht nicht. Verstehe ich auch nicht ganz. Das bräuchte ich alles theoretisch, um mir auch so einen Alumid-Hammer zu machen. Alumid. Ja, was brauche ich dafür eigentlich alles? Du brauchst... Lass mich ganz kurz schauen. Bist du bei uns oben? Um was geht's dir denn? Brauchst du jetzt erstmal das Material, oder? Ja, ich gebe das alte Material mal suchen. Okay, du brauchst Aluminium, Eisen und Obsidian. Okay, Eisen dürfen wir haben, also Aluminium und Obsidian. Genau. Im Verhältnis 5 Aluminium, 2 Obsidian, 2 Eisen. Ich finde einfach... 2 Obsidian... Heißt ein Block, das sind zwei Waren quasi. Okay. Und beim Eisen ist es genauso. Das Erz gibt zwei Barren oder einfach zwei Barren dazugeben. Und beim Aluminium genauso. Erz sind zwei und dieses Raw Aluminium ist eins. Mhm. So. Das heißt also ganz viel Aluminium farmen gehen jetzt. Wir haben noch Aluminium in der Truhe. Was? Ja. Wo denn? Ich habe 3 Aluminium-Dust gefunden gerade. Ja, ja. Wo bist Reicht du? Das? Schau doch mal in diese Truhe, genau. Hier haben wir noch was. Gut, also, ich fange jetzt mal Aluminium-Gravel an mit Thormcraft. Da, Aluminium-Gravel-Ohr. Da ich mit Thormcraft, wie gesagt, noch gar keine Erfahrungen habe. Sonst nichts. Schotte? Sonst nichts, ne. Schotte? Thormcraft. Ja. Was fange ich da am blödsten an? Erklär doch mal ein bisschen was von Thormcraft. Du hast es ja schon. Du solltest dir als allererstes einen Zauberstab machen. Dazu brauchst du einen Shard. Mhm. Hol dir einen. Egal welchen. Egal welchen. Am besten einen, wovon wir ja sehr viele haben. Okay, habe ich. Du brauchst einen Stick. Ich nehme das Holz mit. So. Und. Ja? Du brauchst ein Gold-Nugget. Nuggets haben wir leider nicht, deswegen baue ich mir welche. Okay. Also, nochmal. Oder mach du erstmal Markus, danach frage ich nochmal, was ich jetzt genau wie viel brauche. Du brauchst... Jesse, du brauchst einen Shard. Egal welchen. Nimm einen, von dem wir viele haben. Shard? Also diese Scherben da? Ja, genau. Ich nehme jetzt auch mal einen raus. Dann fange ich auch gleich an. Dann brauchst du einen Stick. Und Markus hat ja noch genügend Goldnuggets. Sag's mir. Nuggets. Ich teile die. Haben wir noch einen Stick. Ich gebe euch da jeweils einen. Jan? Bitteschön. Jo. Ein Stick für dich. Hab ich. Hast du? Du brauchst einen? Schade. Nee, ich hab einen. Okay. Und dann an die Crafting Bank. Den Shard rechts oben. Mhm. Den Stick Mitte. Mhm. Und den Nugget unten links. Okay. Wand of the Apprentice. Zauberstab des Lehrlings? Ja, genau. Okay.
So, jetzt macht sich jeder... Haben wir überhaupt so viel Leder? Wie viel Leder haben wir denn noch? Das ist ungefähr 20 oben. Ah, da haben wir noch Leder. 43. Moment, ich mache jetzt was. Was ist das da? Haben wir noch Seiten? Papier? Ja, Papier ist da drin. Hier, 50 Stück. Habe ich dir, habe ich. Wie viel brauchst du denn? Gib mal alles, ja. Ja, ja. Das ist das Schöne dran. Dann. Mein Zauberstab hat 50 Wiss. Genau, Wiss ist sozusagen. Jetzt, wir fangen jetzt dann gleich an. Moment. Ja. Das darf dann alles der Schotte erklären. Ich weiß zwar ungefähr, was es bedeutet, aber ich könnte es jetzt sehr schlecht erklären. Wie schaut es wieder alles voller Monster draußen aus? Es regnet im Sonntag. Mal neu züchten. So, und zwar, jetzt kommt mal jeder wieder rein. Ich habe euch mal was vorbereitet. Oh! Mhm. Hat jeder seinen Zauberstab? Ich habe einen. Ja, ich habe meinen Zauberstab. So, jeder geht jetzt zu seinem Bücherregal, das ich hinten hingestellt habe. Ja. Und macht einen Rechtsklick auf das Bücherregal. Oh! So, und jetzt habt ihr alle euer Summonomicron. Okay. Okay. Das ist euer Wissensbuch. Das ist euer magischer Begleiter. Das ist derjenige, der euch sagt, wo es lang geht. Magischer Begleiter. Sind wir wieder bei Ni No Kuni. Ja, ja. Okay. Und wenn ihr mal aufschlagt, dann seht ihr schon die Anfänge der Zauberkunst quasi. Also, Thorncraft hat sehr viele verschiedene Sachen. Also mit der 1.6er. Wird es komplett umgeändert, gibt's auch noch nicht und deswegen spielen wir noch auf der 1.5. Und anfangen tut das Ganze, wie gesagt, mit diesem Buch. Und als nächstes brauchen wir alle ein Scribing-Tool. Wie schaut das aus? Scribing-Tool. Ah, hier, diese Feder mit. Ja, genau. Scribing-Tool fulfills two important functions. The first is that they can be carried on your person along with paper in the hopes of making discoveries in the field when experimenting with the crucible. The second is to craft the research table. Ja, genau. Dann als nächstes, was wir auch dringend brauchen, sind diese Tables. Table. Achso, da. Wartet, ja, genau. Müssen wir mal reinschauen. Mit Ficht, also okay, mit Holz einfach. Ja. Ich werde jetzt erstmal die Tables machen. Irgendjemand sollte mal ein Scribing-Tool herstellen. Ich mache das Scribing-Tool. Ja, genau. Was will ich machen? Zuschauer. Haben wir denn Endeaugen für die Scribing-Tools? Bitte? Haben wir denn Endeaugen für die Scribing-Tools und goldene Karotten? Für was brauchen wir? Das brauchen wir nicht. Nein. Für doch auf der nächsten Seite, oder nicht? Invisible Core, das ist was anderes dann. Ne, wir brauchen eine Feder, wir brauchen ein Glas und wir brauchen ein Ink-Sack. Haben wir noch Ink, Jan? Hast du nicht mal Ink gesammelt? Wollte ich, aber irgendwann ein Monster weg, als ich dann gesagt habe. Okay. Schäm dich. Also, ich würde mal sagen, der Baum eignet sich Insects. Überhaupt nicht für Thorncraft. Wir haben nämlich ein kleines Problem, wir müssen ein Feuer anzünden. Oh. Dann müssen wir weiter rausgehen. Lass uns rausgehen, genau. Glass Bottle brauche ich noch. Glas habe ich genug. Ne, habe ich nicht dabei, aber... War ich hier nicht auch mal auf jeden Fall Glas haben wir genug, das habe ich noch geholt. Soll ich ein paar Flaschen machen oder hast du noch? Ich brauche nur ein. Wie viel Wir brauchen ein Scribing-Tool. Ein Scribing-Tool. Drei Glasbrauen. Nur insgesamt eines, ja? Ja, ja. Nicht drei plus eins. Dann habe ich jetzt Flaschen. So, gibst du mir das, die Flasche? Dankeschön. Dankeschön. So. Ich gehe mal kurz draußen ein paar Monster töten. Eine Flasche hätte gereicht, Jan. Ja, der macht automatisch drei. Achso. Okay. Gut. Jetzt habe ich Scribing Tools. So. Alter, was für ein Riesen. Warum sind so viele Schleime in dieser Welt? Ich würde mal sagen. Ach, weißt du, was für ein Anfang? Reicht es eigentlich, wenn wir unseren Desk einfach mal hierher setzen? So. Du hast jetzt den Desk. So. Der Desk kostet was? Siehst du das? Der kostet. Also jeweils. Also man braucht zwei Stück. Und der kostet eigentlich nur Holzbretter und diese Half-Steps. Mehr kostet nicht. Das war ein Fehler. War das nicht ein Table? So. Das war ein Fehler. Jetzt brauchen wir einen neuen Tisch. Toll.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich mit nichts antippen darf. Ah, aber das macht gar nichts. Ist ja zum Glück nicht teuer. Nee, den brauchen wir sowieso auch.